Frühlingsrolina Balea Tauschpaket. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute seht ihr mich mal vor einem anderen Hintergrund, denn der alte hat mich irgendwie ein wenig gelangweilt. Den werde ich in Zukunft auf jeden Fall mal wieder benutzen. Aber jetzt wollte ich mich hier mal ganz chillig auf den Boden setzen und dieses schöne Tauschpaket von der lieben Lisa auspacken. Die liebe Lisa und ich, wir sind auf dieselbe Art und Weise ein bisschen bekloppt. Ja, wie gesagt, wir haben da irgendwie einen ähnlichen Stil, wie ich es empfinde. Und ich finde sie einfach, wenn du ihr zuguckst, das ist einfach der Hammer. Und die ist echt und die ist lustig und die ist nicht gestellt. So muss es klappen. So, dann herzlich willkommen aus meiner Ecke in der Küche. Denn die andere Seite, ja, sie steht nicht voll, aber sie ist nicht so aufgeräumt, wie ich das gerne hätte. Happy Friday, auch wenn wir noch keinen Freitag haben, ist es mir shit egal. Jetzt hier Aldi oder nicht? Ich war nicht dabei. Ja, Spülmaschine, ich weiß. Und zwar ist das die hier. Egal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es war so schön, durch den Rossmann, wenn es auch eigentlich DM sein sollte, durch den Rossmann zu gehen und für dich Sachen auszusuchen, so für deinen Typ und ja, für deinen Charakter und so Sachen eben auszusuchen, wo ich weiß, dass sie schön sind. Das hat wirklich Spaß gemacht, das dir zusammenzustellen und das einzupacken. Es war einfach schön. Liebe Lisa, ich reiße jetzt das Papier auf, denn es landet danach ja sowieso im Müll. So, ich habe jetzt das Geschenkpapier schon mal entfernt und da kommt mir dann direkt eine richtig süße Karte entgegen. Da hat sie draufgeschrieben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Frühlingsrolina Balea Tauschpaket. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Ich hoffe, Lisa hat nichts dagegen. Das hast du übrigens sehr, sehr, sehr schön gemacht hier mit diesen, mit dieser silbernen Farbe und dem Herzchen natürlich. Hier steht, hallo liebe Alina. Ich hoffe, dir gefällt mein Tauschpaket. Ich habe einfach das eingepackt, wo ich dachte, es könnte dir gefallen. Liebe Grüße, Lisa. Herzchen. PS, die Lollis sind für deinen Sohn. Grüß ihn lieb von mir. Ja, das hast du so süß gemacht, liebe Lisa. Also da freue ich mich sehr. Hier unten steht auch nochmal Love. Und hier ist ein Geschenkpapier. Nein, ein Geschenk ist da drauf. So, nun gut. Ja, also ich freue mich. So, das Erste, was mir hier entgegenkommt, ist so ein schöner Peeling, Duschschwamm. Ich hatte die früher schon mal, hatte ihn jetzt eine ganze Weile nicht, was aber keinen besonderen Grund hatte. Und ich finde, das hat einen sehr schönen, leichten Peeling-Effekt und man braucht nur ganz wenig Produkt verwenden und ja, hat dann einen ordentlichen Schaum. Also das ist wirklich sehr angenehm und dann auch noch in so einer wunderbaren Farbe. Vielleicht könntest du es ja irgendwo einbauen. Und hier kommen ja auch schon die besagten Lollis entgegen. Die sind von dem 2, die sind auch sehr lecker. Ich mag die auch sehr gerne, aber die werden jetzt natürlich alle meinem Sohn zugutekommen. Ich finde das wirklich süß, dass du auch an ihn gedacht hast, meine süße Lisa. Ja, oh wie schön, guck mal. Das ist ein, ist das einer von den, ja, von den Washis. Ich glaube, die hatten sie in der Höhle der Löwen. Die Höhle der Löwen. Und das ist so ein kleines, ja, wie so ein Wattepad, nur aus Mikrofaser. Und das hat so ganz lange Fasern. Ich habe das jetzt schon bei mehreren YouTubern hier gesehen, die das getestet haben. Das macht man quasi einfach nur mit lauwarmem Wasser nass und dann kann man sich damit abschminken. Und weil das halt sehr schöne lange Fasern hat, bleibt natürlich besonders gut das Make-up-Zeugs dann da drin kleben. Ja, ich schminke mich sonst auch mit Mikrofasertüchern ab, aber die haben natürlich nicht so lange Fasern, weshalb ich das sehr interessant fand und ihr, glaube ich, auch geschrieben habt, dass ich mir die auch unbedingt waschen muss. Waschen? Nein. Und da ich ihr geschrieben habe, dass ich die auch sehr interessant fand, weil sie darüber nämlich ein Video gemacht hat und dass ich mir die höchstwahrscheinlich auch zulegen muss, hat sie mir einen reingelegt und das finde ich so süß von ihr. Hast du richtig gut zugehört, Mensch. Richtig cool. Also, wenn mir die gefallen, hole ich mir die auf jeden Fall auch. Danke, Lisa. Danke, das ist wirklich top. Ich freue mich richtig. Ich habe sogar Gänsehaut, weil ich mich freue. Ist ein Ding. Na gut. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Ich greife jetzt einfach mal blind rein, damit ich nicht weiß, was mir da entgegenkommt. So, das nächste ist von Tracklemoon Sugared Grapefruit Sunrise. Das ist, glaube ich, das Duschgel. Ja, Duschcreme, genau, da rieche ich mal dran. Ich habe noch nicht daran gerochen. Ich bin aber froh, dass du mir nur eine kleine Pulle davon gekauft hast, weil ich die großen immer nur schwer leer kriege und dann auch ganz schnell davon die Schnauze voll habe. Mhm, ja, das riecht wirklich gut. Also wirklich Grapefruit, das riecht ein bisschen wie der Cocktail, den man sich immer macht. Das ist irgendwie so eine alkoholfreie Variante von Tequila Sunrise, eben nur ohne Alkohol.
Ist da auch Grapefruit drin? Ich weiß es gar nicht. Na, ist auch ganz egal auf jeden Fall. Riecht es wirklich nach einem Cocktail Grapefruit und einfach schön. Also toll, richtig schön erfrischend. Und da ist so süß, ich sehe das jetzt, da ist so ein kleines Schweinchen drauf mit Glitzer und Blümchen. Das ist wirklich gut. Jetzt muss ich euch mal kurz zeigen hier. Da, das Schweinchen und die Blümchen. Ist das nicht putzig, Mensch? So, und das nächste, was mir entgegenkommt, ich hoffe, ich fange jetzt nicht jeden Satz so an, das ist ein Handmus von Balea. Sehr schön. Schaut euch mal die Verpackung an. Die kann man überall hinstellen. Jedenfalls bei mir ist ja auch alles rosa irgendwie. Was steht denn da? Achso, Desert Sun mit fruchtigem Duft. Ich finde das auch so toll, dass da der Spender mit bei ist. Das ist einfach total praktisch. Oh, Lisa. Ich glaube, du weißt genau, was mir gefällt. Kann das sein? Ja, wir haben schon öfter festgestellt, dass wir irgendwie so ein bisschen viele Gemeinsamkeiten haben. Oh, ist das schön. Danke. Ich weiß gar nicht, wo ich sie mir hinstellen soll. Wahrscheinlich direkt in den Flur, damit ich sie auch oft genug benutze. Ich habe davon noch eine andere Variante, aber die habe ich langsam über. Deswegen ist das toll, dass die jetzt dabei ist. Was kommt mir als nächstes entgegen? Das ist toll. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Nee, das hatte ich noch nicht. Das ist von Balea, die reinigende Maske mit Hyaluron und Algenextrakt. Toll, die hatte ich auch noch nicht. Ich dachte erst, das ist irgendwas mit Kokos, was ich auch schon mal im Wagen liegen hatte, dann aber nicht mitgenommen hatte. Aber mit Hyaluron ist sowieso besser, weil ich ja so trockene Haut habe. So, und reinigend ist sowieso immer gut, ne? Was steht denn hier? Ich glaube, oh, ja, super. Ah, hier sieht man das auch, das ist so ein richtiges Gelee hier, schaut mal. Toll. Sollen wir die über Nacht drauf lassen, oder was? Ah, hier steht sogar, die soll man über Nacht einwirken lassen. Sowas hatte ich ja auch noch nicht, die so... Die Maske kann auch tagsüber angewendet werden, nach 15 bis 20 Minuten Einwirkzeit. Okay. Masken sind immer gut. Es tut mir leid. Nicht. So, was kommt als nächstes? Oh, Balea Lippenpflege, Vanilla Chai und Kürbis mit Vanilleduft. Ja, das gefällt mir richtig gut. Da wollen wir doch gleich mal dran schnuppern. Oh, hier ist auch so ein hübsches Muster drauf. Oh, der riecht ja. Also nach Kürbis direkt würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber die Vanille ist durch irgendwas vermutlich den Kürbis unterstützt, sodass das wirklich... Ja, es riecht himmlisch. Danke, meine Süße. Du bist so süß. Bis jetzt auf jeden Fall noch kein Mist dabei, meine Süße. Hier. Oh, das fühlt sich ähnlich an. Ja, das ist noch einer davon. Pearly Vanilla, auch wieder mit Vanille. Du weißt, dass ich das mag, wa? Kann das sein? Mit Schimmereffekt. Oh, so einen hatte ich vor etlichen Jahren mal. Ich glaube, da war ich 15 oder 16. Da waren die auf jeden Fall noch nicht so gut. Aber die werden sie auch hoffentlich jetzt mittlerweile etwas besser. Besser verarbeitet haben. So, der sieht dann so aus. Oh, ich liebe diese Düfte. Die sind himmlisch. So, den muss ich mir mal angucken. Ja, ganz leichte Glitzerpigmente sind drin. Aber zum Glück nicht so aufdringlich. Wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig Effekt. Da bin ich froh drüber. Die früher waren nämlich wirklich immer so arg glänzend, dass du gedacht hast, oh Gott, wie kriege ich den Kram da wieder runter? Gehst du mal rein? Danke. Auf jeden Fall ganz toll, dass der nicht zu doll glitzert, meine Süße. Genau richtig. Was nehme ich als nächstes? Hier ist noch was Kleines. Ich nehme mal zuerst das Kleine raus. Oh, noch eine Maske. Balea Multimasking Bedürfnis. Gerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen mit bunten Tonerden für normale und Mischhaut. Ah, hier oben, hier ist einmal die Nummer 1, das ist wohl für die Wangen, genau. Und Nummer 2 ist für die T-Zone. Und Nummer 2 ist für die T-Zone, da ist die Maske anscheinend grün. Ja, meine Süße, also ich liebe Masken. Ich wollte gerade sagen, welche Frau mag keine Masken, aber da gibt es garantiert auch welche, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist oder so. Aber ich persönlich mag sehr gerne Masken, gerade wenn das hier diese ohne Tücher sind. Ich mag natürlich auch super gerne Tuchmasken, aber wenn die ohne sind, finde ich das immer ganz toll. Dann kann ich die direkt nach der Dusche auftragen. Und während ich mich eincreme, kann das einfach nochmal ein bisschen wirken. Und wenn ich da zum Beispiel eine Tuchmaske mache, dann klatsche ich mir die immer nochmal an die gerade gewaschenen Haare. Und das ist dann natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Meine Süße, ach Mensch, ich freue mich so. Das ist so schön mit dir. Wir müssen das unbedingt nochmal machen. Geht das? Irgendwann? So, da fühle ich etwas Großes. Ja, Micellenreinigungstücher ohne Alkohol und ölfrei. Das ist sehr gut. Ich
hatte, glaube ich, noch nie Abschminktücher. Ich weiß nicht, ich brauchte die bisher irgendwie immer nicht, weil ich entweder Babytücher benutzt habe oder eben diese Mikrofasertücher, von denen ich eben erzählt habe. Aber so für das Grobe und so oder wenn man mal zwischendurch irgendwie was runternehmen muss oder so. Oder Swatch, dann sind die auf jeden Fall toll. Und gerade mit Micellen-Technologie finde ich sowieso immer ganz toll. Ja, für sensible Haut. Das ist genau das Richtige. Toll, dass du so gut zugehört hast, dass ich sensible Haut habe, weißt du. Also das finde ich richtig super. Oh Mensch, Lisa ist einfach auch so eine Süße. Ich weiß, ich sage das die ganze Zeit, aber wie gesagt, wir sind einfach total auf einem Level, auf einer Wellenlänge. Und deswegen, ich mag sie einfach. So, was kommt mir dann noch entgegen? Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich das letzte Stück. Das ist... Oh, Lisa, da hast du auch wieder richtig zugehört. Ganz toll. Ich habe ja in meinem letzten Haul erzählt, da hatte ich Peeling Pads von Rossmann bekommen. Da hatte ich nämlich erzählt, dass ich mir eigentlich die mit Kohle von Balea kaufen wollte, ich die aber vergessen habe. Und was ist jetzt hier drin? Ach, Lisa, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast das so schön eingepackt und hier auch, schaut mal hier, dieses süße Konfetti-Zeugs noch da drin. Das ist total süß. Und dass du an meinen Sohn gedacht hast, finde ich auch total süß. Ja, meine Süße, also da ist auf jeden Fall kein einziges Produkt dabei, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich bin da vollkommen happy mit. Also hast du ganz toll ausgesucht, da freue ich mich sehr. Das ist das absolute Highlight. Eigentlich ist jedes Stück da drin ein Highlight und... Ach Mensch, das hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Und bei euch anderen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Hin und wieder werde ich auf jeden Fall noch weitere Tauschpakete machen. Jetzt vielleicht demnächst nicht unbedingt, weil ich euch ja auch nicht damit zu sehr bombardieren möchte. Ja, aber hin und wieder wird es das auf jeden Fall mal geben. Genau, man muss ja auch da die finanzielle Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen, ne? Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, ich danke euch, dass ihr mal wieder mit dabei wart und freue mich einfach aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut! Kommst du nochmal raus, Alter? Kommst du mal was raus? Ja. Was ist das für eine Qualität? Vielleicht kannst du es ja irgendwo einbauen. Ich belästige euch schon wieder mit einem Tauschpaket. Nee, das nicht. Also würde dann auch sagen, halt die Fresse und fang an. Ne? Du hast schon wieder so eins da hinten stehen. Ich glaube, das liegt am Schrank. Es geht nicht, ne? Du kriegst jetzt rote Ohren. Lass das mal. Lass das mal. Das nehme ich alles mit rein, Mommy. Ich weiß es, du hättest ja einfach kurz die Ohren zu. Hey, die Ohren, Mommy. Hast du gemogelt? Ich sage auch, dass du dabei bist. Nein, dann wollen die mich am Ende sehen und wie sehe ich aus? Ganz schrecklich. Ja, na, nein. Alleine das. Du könntest sagen, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Hier kommt ein neues Video. Hier kommt ein neues Video! Nein, das ist schon wieder zum Reintreten. Und? Nein? Was? Kannst kommen, Mommy! Olli, 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 Olli! Hallo, ihr Lieben, wie geht's euch? Nein, komm, das nehmen wir raus, das ist nicht schön.